Servus und herzlich willkommen zurück bei Fjodoro. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem brandneuen Let's Play von Disney Dreamlight Valley. Wir starten dieses Let's Play heute mit Nummer 1 natürlich. Und ja, das neue Disney Dreamlight Valley ist vor ein paar Wochen rausgekommen. Ich habe es auch im Stream schon mal angezockt, aber wollte jetzt eben hier auf diesem Kanal ein neues Let's Play starten, damit wir ja uns so ein bisschen durch das Spiel durchfuchsen. Und ich bin gespannt. Ich habe Gutes und Schlechtes gehört. Ich habe es ja auch schon selbst gespielt, also ich weiß ungefähr, wie es läuft. Zumindest am Anfang, also die erste Stunde ungefähr, das weiß ich. Meine Spielerfahrung bis jetzt, es ist zwar sehr simpel gestaltet, aber es ist trotzdem sehr, sehr süß gemacht und sehr, sehr cool. Und deswegen wollte ich noch mehr erforschen in diesem Game und habe mir gedacht, wir starten Let's Play. Lasst doch hier gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Damit zeigt ihr mir auch immer, dass ihr diese Let's Plays feiert und auch in Zukunft. Es wird auch noch weitere Let's Plays geben von anderen Spielen, die ihr euch gewünscht habt. Ihr könnt mir auch Spiele immer unter die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir auch Tipps zu Disney Dreamlight Valley in die Kommentare schreiben oder zu anderen Sachen. Keine Ahnung, ich freue mich immer über Kommentare. Also macht das gerne mal. Über Tipps freue ich mich auch sehr. Und eins wollte ich noch sagen, bevor ich beginne. Und zwar befindet sich Disney Dreamlight Valley gerade im Early Access. Das heißt, das ganze Game kann auch noch Bugs enthalten. Ich weiß, dass es auch Bugs enthält, sehr viele sogar, weil es ja eben erst rausgekommen ist. Ab nächstes Jahr soll das Game tatsächlich auch kostenlos zur Verfügung gestellt werden an alle Leute. Derweil kostet das Base Game noch 30 Euro. Es gibt auch noch eine Sonderedition mit 50 und 70 Euro, glaube ich. Aber ich spiele das Base Game auf der Xbox für alle, die das interessiert. Und ja, wir starten direkt rein ins Let's Play, würde ich sagen. Und da sind wir auch schon im Spiel und starten direkt ein neues Spiel. Und ja, rein da. Wir starten direkt mit der Charaktergestaltung. Das habe ich letztens, als ich das im Stream schon einmal gespielt habe, nicht gemacht. Und da sind dann noch mehr Bugs entstanden. Du kannst diesen Arbeiter im nächsten Schritt bearbeiten. Okay, wir nehmen jetzt einfach mal die Augen. Die Augen sind bei mir ganz dunkel. Dann nehmen wir mal die. Und ich habe immer einen Eyeliner. Eigentlich fast immer. Ja, wir nehmen die Farbe des Lidschattens. Ich trage fast nie Lidschatten, aber ja, wir lassen das einfach mal so. Das passt. Augenbrauen. Habe ich ziemlich buschige Augenbrauen? Ja, habe ich buschige Augenbrauen? Ich habe schon das Gefühl. Braun passt auf jeden Fall. Nee. Ich habe schon Augenbrauen. Ja, ich will jetzt da gar nicht so viel dran ändern, also nicht so exakt machen. Ich gucke da immer eher auf das Gameplay. Ich meine, ja, Charaktererstellung ist auch immer schön und wichtig, aber mir ist es dann wichtiger, dass das Gameplay hübsch ist. Das auf jeden Fall. Ich lasse die Nase. Mund. Ich muss mich gerade selbst angucken, weil ich nicht mehr weiß, wie ich aussehe. Toll. Da passt eigentlich auch der direkt, oder? Ja, voll. Hm. Naja, Kiefer. Die fragen mich Sachen. Ey. So, Frisur. Okay, bei der Frisur bin ich ganz am Start. Dann nehmen wir, ja, so ein Braun. Und das nehmen wir auch in der Farbe. Was haben wir denn da so für Frisuren zur Verfügung? Ich habe kurze Haare, Mittelscheitel, eigentlich ganz simpel. Mal gucken, ob es in der Richtung was gibt. Die sind schon süß. Das ist aber ein Seitenscheitel. Mal gucken, ob es einen Mittelscheitel gibt. Ach, guck mal, das ist doch, das ist meine Frisur. Also besser könnte man es eigentlich fast gar nicht treffen. Nur die Haarfarbe ist noch ein bisschen komisch. Vielleicht dann doch eher die. Ja. Okay, Körper. Ich bin 1,80 groß. Also werden wir den größten Körper nehmen, den wir finden. Hellere Haut. Oh, ich würde das nehmen. Ja, so muskulös bin ich dann nicht. Klamotten können wir wahrscheinlich erst später bearbeiten. Oh, wie heißen wir? Ich heiße Cersei. Also, ich nenne alle Cersei. Auch wenn ich hier Pjodoro heiße. Mein Name ist Kerstin. Cersei ist mein Spitzname. Und ja, das heißt, ich nehme den. Okay, Klamotten ist nicht. Unsere okay, habe ich übersehen wahrscheinlich. Ups. Denn du beschließt, dass es an der Zeit ist, die Stadt hinter dir zu lassen. Auf der Suche nach einer Auszeit von den Pflichten des Lebens gelangst du
an einen vertrauten Ort. Oh, die Schuhe sind süß. Ein Spaziergang auf einem nahegelegenen Weg führt dich zu einem Ort, an dem du als Kind das Gefühl hattest, dass das Leben einfacher ist. Und mit ein bisschen Fantasie werden alle deine Träume wahr. Richtige Disney-Magie. Nachdem du den perfekten Platz zum Ausruhen gefunden hast, erinnerst du dich an diese längst vergessenen Träume und schläfst ein. Ui. Was passiert hier? Disney Dreamlight Valley. Oh je. Das immer! Yay! Da bist du ja! Was ist das? In meiner Brille verzaubert? Oder bist du doch echt? Natürlich bin ich echt. Hier kann man nie sicher sein. Ich fürchte, du musst mich entschuldigen. Ich habe seit Ewigkeiten niemanden mehr getroffen. Willkommen im Dreamlight Valley, meine Liebe. Dreamlight Valley. Dieser Ort ist irgendwie wundervoll, irgendwie furchtbar geheimnisvoll. Ich habe das Gefühl, dass ich diesen Ort ewig erforschen könnte, ohne all seine Geheimnisse zu entdecken. Ja, das ist voller Geheimnisse. Es gab aber eine Zeit, in der es auch mit Magie und Wunder erfüllt war. Oh, aber ich habe mich doch nicht vorgestellt. Du fragst dich sicher, wer ich bin. Naja, eigentlich nicht. Also wer kennt ihn nicht, oder? Ich kenne dich, du bist Merlin. Es ist so seltsam. Ich habe fast das Gefühl, dass ich dich kenne. Du bist ein großer und mächtiger Zauberer, richtig? Nun, ja. Aber nicht irgendein Zauberer. Ich bin ein Wahrsager, ein Prognostiker. Ich habe die Macht, in die Zukunft zu sehen. Ich bin auch ziemlich geschickt in Alchemie und Zauberei. Da dies nun erklärt ist, stellt sich jedoch die Frage, wer du bist. Eine gute Frage. Ich bin Cersei. Cersei, nun, der einzige Weg ins Dreamlight Valley führt über Träume. Du musst also auch über Magie, große Magie verfügen. Wie könntest du sonst hier sein? Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ich habe einfach die Augen geschlossen und schlief ein und plötzlich war ich hier. Magie hat nichts damit zu tun. Ganz im Gegenteil, Magie hat alles damit zu tun. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass du diejenige bist, auf die wir gewartet haben. Du wirst Dreamlight Valley retten. Wie kann ich helfen? Aha, dieser Geist der Freundschaft ist genau das, was Dreamlight Valley braucht, wenn wir das Tal wieder zu dem machen wollen, was es war. Ein Ort der Magie, der Wunder und der Freundschaft. Wir müssen das Vergessen ein für alle Mal beenden. Oh, er schlägt mich fast. Wir müssen... es tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern, worüber wir gesprochen haben. Das Vergessen? Ah ja, das Vergessen. Du musst mir verzeihen, aber jetzt hast du erlebt, woher der Name kommt. Also gut, hör genau zu und ich erzähle dir die Geschichte, bevor ich sie wieder vergesse. Das Dreamlight war einst ein Ort voller glücklicher Dorfbewohner. Das Leben war schön, dank der Magie unseres Herrschers. Weil unser Herrscher eines Tages spurlos verschwand und das Vergessen begann. Unsere Erinnerungen begannen zu verblassen und Dreamlight Valley wurde zu einem Schatten seines früheren Selbst. Wir haben unser Bestes getan, um die Erinnerungen an unser frühes Leben zu bewahren. Sorry, das ist einfach echt viel zu schnell. Also, puh. Wie soll man das angenehm runterlesen? Da ich in die Zukunft sehen kann, wusste ich, dass eines Tages jemand kommen würde, um das Tal wiederherzustellen. Ich bin bereit, das Tal wiederherzustellen, würde ich mal sagen, weil die vermisste Herrscherin, die lernen wir hoffentlich später kennen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber das Vergessen herrscht halt, das hat er uns eh erklärt. Also ich will jetzt nicht mehr Erklärungen, weil... Seht ihr euch das selbst an beim Spielen? Nun, es gibt nur einen Weg, um absolut sicher zu sein, dass du diejenige bist, die Dreamlight Valley vor dem Vergessen retten soll. Ein kleiner Test deiner Magie. Weißt du, seit dem Vergessen bin ich ratlos wegen diesem Haus, das von einem Nachtdornen blockiert wird. Komm mit, wir untersuchen es gemeinsam. Und jetzt lauf.
Okay. Also er meint wahrscheinlich das hier. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Ich habe in meinen Aufzeichnungen nachgesehen und herausgefunden, dass die Nachtdornen kurz nach dem Verschwinden unserer Herrscherin begannen, das Dreamlight Valley zu befallen. Niemand, nicht einmal ich, kann diese blöden Dinger entfernen. Nur jemand, der sich die Magie von Dreamlight zunutze machen kann, wird dazu in der Lage sein. Werden wir das sein? Und ich weiß genau, dass du dieser jemand bist. Achso, er weiß es schon. Okay. Ja, natürlich. Warum sollte ich sonst hier sein? Ja, ja, klar. Dann lass dich von mir nicht aufhalten. Konzentriere deine Gedanken auf die Nachtdornen. Ja, lass uns das machen. Ich spüre die Magie bereits in dir. Konzentriere dich und darauf, dass und sage das Zauberwort. Bibbidi Babbidi Busch. Die Zauberworte der guten Fee, eine weise Wahl. Bibbidi Babbidi Busch. Bibbidi Babbidi Busch. Bibbidi Babbidi Busch. Er freut sich auch. Aha, du hast es geschafft. Bravo, bravo. Das beweist, dass du dir die Macht der Dreamlight-Magie zunutze machen kannst, Cersei. Nun, denn wir haben keine Zeit zu verlieren. Nee, nee. Lass uns hineingehen und sehen, was aus diesem Haus geworden ist. Wahrscheinlich ist es. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Du hast es gar nicht hinbekommen, hast du gesagt. Ja, voller Dreck. Ich wusste es. Oh, und Dornen. Uiuiui. Oh je, die Nachtdornen haben sich auch einen Weg ins Haus gebahnt. Das ist seltsam. Plötzlich weiß ich nicht mehr, warum ich hierher gekommen bin. Oh nein. Das muss an den Nachtdornen liegen. Ganz genau! In der Nähe so vieler von ihnen zu sein, vernebelt den Verstand. Du musst sie entfernen, bevor sie noch mehr Erinnerungen verschlingen. Konzentriere deine Magie noch einmal, Cersei. Ich hüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Süß. So, wir machen ja alles sauber, damit er nicht alles wieder vergisst. Oh, was ist denn das hier? Das ist eine Erinnerung, glaube ich. Ja. Oh, Mickey war da. 1 von 121. Da haben wir noch viel zu suchen. Oh, er hat sich hingesetzt. Bist ja auch schon ein alter Mann. Oh, Hallöchen. Du meine Güte, die leuchtende Kugel. Bisschen spät, echt jetzt? Die du aus dem Nachthorn gezogen hast, ist eine Erinnerung. Es ist, als hätte es sich der Nebel gelichtet und ich kann mich an etwas sehr Wichtiges erinnern. Mickey Maus und ich waren im Traumschloss und wir haben dort etwas vergessen. Etwas Wichtiges. Lass es uns herausfinden. Das ist die richtige Einstellung. Natürlich kann ich mich nicht erinnern, was es war, aber... Moment, da ist doch etwas, woran ich mich erinnere. Als uns unsere Herrscherin verließ, wurden die herrschaftlichen Geräte überall im Tal verstreut. Wir müssen sie finden, schnell. Sie sind mit uralter und mächtiger Magie erfüllt. Die herrschaftlichen Geräte, wenn ich die finden könnte, dann könnte ich vielleicht das Rätsel und das Vergessen lösen. Nun, an Rätseln, die es zu lösen gibt, mangelt es hier gewiss nicht. Zunächst müssen wir die Spitzhacke bekommen. Als das Vergessen kam und unsere Herrscherin ging, fanden wir die Spitzhacke in einem verdorbenen Stein auf dem Hauptplatz. Wenn ich es mir recht überlege, war das ungefähr zu der Zeit, als sich der Himmel verdunkelte und die Nachtdornen den Hauptplatz überrannten. Aber ich fürchte, das ist alles ein bisschen verworren. Niemand hat es bisher geschafft, die Spitzhacke aus dem Stein zu ziehen. Versuchst du es, Cersei? Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass jemand etwas aus einem Stein zieht und zum Helden einer Legende wird. Die Spitzhacke aus dem Stein auf dem Hauptplatz ziehen. Verstanden. Sonst noch was? Du musst auch die anderen drei herrschaftlichen Geräte finden. Die Schaufel, Gießkanne und Angelrute. Das ist ein bisschen wie Animal Crossing. Du wirst sie noch brauchen. Das heißt, wenn du hier bei uns bleibst. Haben wir schon vor, oder? Natürlich. Prächtig. Dann soll dieses Haus dein Zuhause sein. Du brauchst einen sicheren Ort im Tal, an dem du essen, schlafen und deine Energie auftanken kannst. Es hat so viel Potenzial. Das ist die richtige Einstellung. So wird ein geflüstertes Wort große Magie hervorrufen. So birgt dieses Haus viel Potenzial. Ich glaube, mich ist sogar zu erinnern, dass die Herrscherin des Dreamlight Valley einmal ein solches Haus hatte. Vielleicht tust du so viel Gutes für das Tal, wie unsere Herrscherin es getan hat. Hier ist eine Kleinigkeit für den Anfang. Wenn du mal einen Energieschub brauchst, findest du hier etwas, das dich wieder mit Energie versorgt. Danke!
Nun denn, ich werde beim Traumschloss sein. Du kannst mich dort finden, wenn du bereit bist. Das meinte ich vorher mit simpel gestaltet. Man tut halt hier immer dasselbe. Man räumt die Dornen weg. Und das ist sehr, sehr simpel, meiner Meinung nach. Und lässt auch darauf schließen, dass das Spiel in Zukunft kostenlos sein wird. Ich habe jetzt vom Gameplay noch nicht selber so viel mitbekommen. Aber was ich so höre, soll es sehr, sehr schön sein. Und süß, also mit den ganzen Disney-Charakteren und alles. Von der Story her weiß ich noch gar nichts. Und deswegen habe ich auch geplant, dieses Let's Play hier zu starten. Um eben diese Story von dem ganzen Game so ein bisschen festzuhalten und rauszufinden. Ich kann euch jetzt noch nicht sagen, wie viele Parts dieses Let's Play haben wird. Alle möglichen Videos werden so circa 25 bis 30 Minuten lang sein. Und wir werden gucken, wie schnell wir da durch dieses Spiel kommen. Sind es 30 Parts, sind es 90 Parts, kann ich zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber wir werden sehen. Und ja, das ist eh jetzt mal Part 1. Lass uns mal klein anfangen auf jeden Fall. So, das sehen wir auch schon da. Robert, habt ihr ihn gesehen? Da ist der Brunnen und da ist das Schloss hinten. Wir können hier alles Mögliche wegräumen und bekommen hier auch gleich ein bisschen Geld und ja auch Gegenstände wie Steine. Und Samen haben wir auch schon aufgesammelt, wenn mich nicht alles täuscht. So, ich suche jetzt mal direkt die Spitzhacke. Ich weiß natürlich jetzt auch schon, wo die liegt, weil ich, wie gesagt, schon einmal gespielt habe. Die ist nämlich hier. Und wir sind natürlich auserwählt und können die Spitzhacke rausholen aus dem Stein. Yes. Hui. Und es wird direkt der Himmel hell. Was sehr schön ist. Wow, guckt. Hat sich schon alles verändert hier. Yay. Und ein Eichhörnchen. Süß. Hallo, hallo, Eichhörnchen. Magst du einen Apfel haben? Ja, es freut sich. Ja, süß. Oh, und es gibt uns auch direkt was. Neues Rezept. Oh, cool, cool, cool. Ein DIY, denke ich mal. Oder irgendwas zum Kochen. So, wir haben die Spitzhacke. Ich gehe mal direkt wieder zu Merlin, weil ich glaube, der will mir jetzt auch was sagen, nachdem ich die Spitzhacke gefunden habe. Und dann gehen wir zu Dagobert, weil den habe ich auch schon gesehen. Cersei, das ist das Traumschloss. Es birgt viel... Bisschen spät. Okay. Weiß nicht, was der hat. Es birgt viele Geheimnisse. Antworten. Ohrverflext und zugenäht. Ich kann mich nicht erinnern, was darin ist. Ich wette, dass wir im Schloss den Schlüssel zur Rettung des Tals finden, unermessliche Reichtümer finden, noch mehr Geheimnisse finden. Ja, den Schlüssel halt. Ganz genau, das Schloss ist voller Geheimnisse und Wunder. Wenn wir Dreamlight Valley wieder zu seinem alten Glanz verhelfen wollen, müssen wir ins Innere gelangen. Lass uns hineingehen. Leichter gesagt als getan, Cersei. Die Nachtdornen, die das Traumschloss umhüllen, sind anders als die, mit denen du bisher zu tun hattest. Sie sind stärker und benötigen mehr von deiner Magie, um sie zu besiegen. Folge mir, es gibt noch viel, was ich dir zeigen will. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Okay. Alles im Dreamlight Valley besteht aus nun ja Dreamlight. Es ist das Glitzern, das man über allem und jedem sieht, sogar bei einem Zauberer wie mir. Doch das Dreamlight wurde immer seltener, je mehr sich das Vergessen über das Tal legte. Aber seit du da bist, ist der Zauber wieder da. Die Magie ist mit mir verbunden. Ich muss sie weise einsetzen. Solange du diesen Wunsch in deinem Herzen trägst, brauchst du dich nicht zu fürchten. Die Dreamlight-Magie wird durch Taten der Freundschaft, Liebe und Fürsorge stärker. Einfache Taten wie das Entfernen von Nachtdornen oder das Schließen einer Freundschaft mit mir. Wenn du in den Brunnen schaust, entdeckst du die verschiedenen Aufgaben, mit denen du mehr Dreamlight erschaffen kannst. Und wir brauchen das auch, um ins Schloss zu kommen. Die müssen wir sammeln, also machen wir gleich auch ein paar Aufgaben. Um das Potenzial des Dreamlight voll auszuschöpfen, musst du die herrschaftlichen Geräte sammeln. Ja, das machen wir. Denk dran, manche Zauberer brauchen für ihre Magie magische Hilfsmittel. Du wirst diese Werkzeuge brauchen, um Dreamlight Valley zu retten. Mickey ist seit dem Vergessen der Gärtner im Dorf. Vielleicht weiß er, wo die Gießkanne und die Schaufel zu finden sind. Mickey? Mal sehen. Fischen, fischen. Ah ja, Goofy ist ein begeisterter Angler. Er weiß sicher, wo du die verlorene Angelroute finden kannst. Allerdings habe ich nicht mehr von ihm gehört, seit die Steine unser Weg zur Wiese im Süden versperrt haben. Nun, du musst ihn finden, also würde ich dort anfangen. Hallo Dagobert, soll ich dich befreien? Wie wär's? Wär das gut?
Wir räumen den Dagobert hier mal auf. Sieht so aus, als müsste er sein Geschäft schließen hier. Den ganzen Brettern vor der Haustür. Das ist unser Geld, Dagobert. Guck nicht so. Hallo. Huch, du hast mich ganz schön erschreckt. Hey. Weißt du nicht, dass man sich nie an eine Ente heranschleicht, während sie über ihre Investitionen nachdenkt? Oh, ich bin Cersei und du bist Dagobert Duck. Ah ja, das bin ich. Du kennst mich sicher aus den Wirtschaftsnachrichten. Aber mein Geschäft läuft zurzeit nicht gut. Ja, wir haben doch alle früher die Wirtschaftsnachrichten geguckt, als wir Dagobert geguckt haben. Hm? Ja, weißt du, Pertin? Sieh dir nur meinen Laden an. Das ganze Dorf ist in einem erbärmlichen Zustand. Das mag sein, aber davon darf man sich nicht ermutigen lassen. Ein wahrlicher visionärer Geschäftsmann kann aus jeder Situation Profit ziehen. Oder Geschäftsfrau. Nachdem sich der Himmel verfinstert hatte, haben die meisten Dorfbewohner das Dorf verlassen. Es erschienen immer weniger Kunden, bis niemand mehr kam. Aber ich kann mich nicht erinnern, wo sie alle hin sind. Ich weiß noch, dass ich blieb, um mich um meinen Laden zu kümmern und um mein Geld natürlich. Danach wurde ich durch die Nachtdornen hier eingesperrt und mehr weiß ich eigentlich nicht mehr. Aber so wie das Glitzern von Gold in der Sonne, fange ich langsam an, mich daran zu erinnern, wie das Dorf früher war und an all die zahlreichen Investitionsmöglichkeiten. Im Leben geht es mehr um mehr als Geld. Ja, aber ja. Einen Schatz kann man nicht vergessen. Oh, Junge, ich mache dir ein Angebot, Cersei. Wenn du mir hilfst, genügend Sternmünzen zu verdienen, um meinen Laden wieder aufzubauen, sorge ich dafür, dass er mit allem ausgestattet ist, was du brauchst, um das Tal wieder aufzubauen. Goofy hatte früher einen Laden auf der Wiese, südlich von hier. Er könnte sicher deine Hilfe gebrauchen. In Geldfragen kennt der Bursche sich nicht besonders gut aus. Mit der Spitzhacke der Herrscherin, die du gefunden hast, solltest du in der Lage sein, diese Wiese zu erreichen. Finde Goofy und hilf ihm, wieder ins Geschäft zu kommen. So, damit sollten wir hier rüberkommen. Das ist sehr cool. Yes. Der Weg ist frei. Und ich habe ganz viele Steine. So, das sieht doch aus wie Goofys Haus, oder? Goofy, hi! Oh, er sieht auch traurig. Er war die ganze Zeit hier eingeschlossen, der Arme. Hallo. Hi, jemand Neues. Du bist doch kein unheimlicher Fremder, oder? Du bist nur ein Freund, den ich durch dich getroffen habe, richtig? Natürlich bin ich ihm Freund. Puh, das ist beruhigend. Es ist wirklich Jahre her, dass ich jemand anderen zu Gesicht bekommen habe. Seit sich der Himmel verdunkelt hat und die Nachtdornen gekommen sind, warte ich drauf, dass jemand vorbeikommt. Aber jetzt bist du ja hier. Wir werden gute Freunde sein. Ich weiß es einfach, wenn das nicht zu aufdringlich ist. Es gibt zu viel, was ich dir zeigen möchte. Da ist mein Stand. Wir müssen ihn allerdings erst aufräumen. Und oh, wir können auch angeln gehen. Natürlich muss ich erst meine Glücksangel finden. Immer mit der Ruhe, Goofy. Wir können alles machen. Allerdings eins nach dem anderen. Finden wir zuerst deine Glücksangel. Oh, Jogo. Hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Ich suche schon ewig nach ihr. Komm schon, sie müsste in der Nähe einer der Teiche sein. Ja. Ach, ja. Wir lieben Goofy doch alle, oder? So. Weiter geht's, und zwar die Angel finden. Die ist sicher irgendwo hier. Ach, guckt, ich habe sie schon gefunden. Easy. Das geht schnell. Hab sie. Da, Goofy, wo bist du hin? Ich glaube, ich habe deine Glücksangel gefunden, Goofy. Es gibt nur ein Problem. Sie erscheint kaputt zu sein. Die Spule lässt sich nicht mehr drehen. Minus eine Angel. Danke, Cersei. Lass mich mal sehen. Sie war nur mit Algen verheddert, aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Jetzt, wo ich meine Glücksangel wieder habe, gebe ich dir diese, die ich nach dem Vergessen gefunden habe, damit wir zusammen angeln können. Ich glaube, sie gehört unserem alten Herrscher. Sieh mal, sie scheint mich zu mögen. Hm, sie reagiert auf mich? Bestimmt, weil ich so magisch bin. Das muss es sein. Du scheinst wirklich magisch zu sein. Hier, bitte, Sir. Sie gehört dir. Hier noch ein cooler Hut, damit du wie ein richtiger Angler aussiehst. Dankeschön. Ja, also wir finden jetzt eh mit der Zeit auch Klamotten und dann können wir uns auch ein schönes Outfit zusammenrichten. Weil ja vorhin das irgendwie nicht
ging, ich weiß gar nicht, ob das gar nicht geht. Kann man sich am Anfang nicht umziehen? Weil ich habe, wie gesagt, einmal schon gespielt, da habe ich aber meinen Charakter schon im Vorhinein gestaltet und dadurch durfte ich mir ganz viele Outfits aussuchen. Also nicht ganz viele, aber unter ganz vielen Möglichkeiten durfte ich mir ein Outfit aussuchen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das bei einem Game nicht so ist. Was hältst du von dem Hut? Ziemlich schick, oder? Er ist wirklich schick, ja. Ja, das ist er. Vielleicht sollte ich meine eigene Goof-Modelinie gründen. Ja, mach das mal. Ich könnte Onkel Dagobert mit die Konkurrenz machen. Ach hier. Also gut, ich zeige dir, wie du deine Angel benutzen kannst. Ach hier. Ja, wir haben eine magische Angel. So, in diese Wellen hinein. Das jetzt gereicht. Ja, ein Fisch. Einen Barsch haben wir gefangen. Cool. So, einmal probiere ich es noch. Ja. Und Catch. Und Catch. Ja, eine Forelle. Cool. Ich denke mal, das war eine Forelle. Hat ausgesehen wie eine Forelle. So, Goofy, sollen wir das hier reparieren? Was sagst du? Hallöchen. Na sowas, du bist ein Naturtalent, Cersei. Das hat Spaß gemacht. Das stimmt. Und nützlich ist es auch noch. Du kannst deinen Fisch an meinem Stand verkaufen. Das heißt, sobald wir ihn wieder eröffnet haben. Bis bald. Ja, machen wir das. Eröffnen wir deinen Stand oder nicht? Hui, ich schätze, er ist etwas heruntergekommener, als ich dachte. Aber das macht nix. Onkel Dagoberts Baufirma kann das in Ordnung bringen. Du kannst das Schild benutzen und ihn zurufen. Es wird Zeit, dass Goofy diesen Ort auf Vordermann bringt. Ich bin froh, dass du ihm hilfst. Goofy kann diesen Verkaufsstand ohne weitere Kosten haben, da das Tal ihn braucht. Aber nächstes Mal werde ich nicht so großzügig sein. Ja, lass uns den Stand hier rein. Goofys Verkaufsstand ist ab sofort geöffnet. Wenn du an einer anderen Immobilie interessiert bist, lass es mich gerne wissen. Berühre einfach das Schild daneben. Yay! Ein wunderschöner kleiner Stand. Cool. Also wir können jetzt hier auch Sachen verkaufen und kaufen, soweit ich weiß. Hi, Goofy! Ich will was verkaufen. Ach, für Fische bekommen wir auch ziemlich viel Energie. Das ist ja cool. Aber auch Kohle. Und die brauche ich jetzt. Gehen wir mal zu Dagobert und gucken, ob wir seinen Laden eröffnen können. Hallo. Gut gemacht, Cersei. Goofys Laden hat wieder geöffnet. Also kannst du dir etwas dazu verdienen. Wenn du bereit bist, meine große Wiedereröffnung zu investieren, kannst du einfach das Schild neben meinen Laden verwenden. Okay, wie viel brauchst du denn? Er braucht 1000. Okay, vielleicht ein andermal. Das haben wir noch nicht. Aber wir werden es sammeln und probieren, es so schnell wie möglich hinzukriegen. Also grundsätzlich kann ich zum Spiel sagen, es ist wirklich sehr, sehr süß gemacht. Und ich bin halt gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt. Ich habe mich sehr gefreut auf dieses Spiel, weil es wurde immer so angeteasert als das Animal Crossing von Disney. Und es erinnert auch hin und wieder echt immer wieder an Animal Crossing. Also mit der Angel, mit der Spitzhacke, der Schaufel und so und der Gießkanne. Wir können auch Sachen anbauen. Also wir haben ja schon ein paar Karottensamen bekommen. Also wir können auch einen Garten anlegen. Also es erinnert immer wieder ein bisschen an Animal Crossing. Und was auch sehr süß ist, also wir lieben alle sehr viele lieben Animal Crossing und da so eine kleine Variation mit Disney-Charakteren zu haben, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Es sind echt viele Dornen, die wir hier wegmachen müssen. Aber wie in Animal Crossing eigentlich auch, da ist auch am Anfang so viel Unkraut, das beseitigt werden muss. Das ist halt dasselbe hier mit den Dornen. So, ich werde jetzt das, was ich bis jetzt so gefunden habe, noch an Goofy verkaufen. Und ich glaube, dann haben wir auch schon ziemlich das Geld für Dagobert beisammen. Hallöchen. 1000 brauchen wir, 943 habe ich gerade. Ja, dann haben wir 197 und dann reicht das für Dagobert und wir können den Laden bauen. Oh ja. Dankeschön, Goofy. So, jetzt. Nachbar. Ja, wir wollen investieren. Endlich die große Eröffnung. Yay. Toll! Es sieht gut aus, der Laden. Yes! Hallo! Welch ein Glück! Ich bin wieder im Geschäft. Jetzt brauche ich nur noch Kunden. Oh, und eine gute Investition muss sich natürlich lohnen. Diese Münzen sind für dich! Echt jetzt? Er gibt mir direkt wieder fast die Hälfte zurück, was wir investiert haben, obwohl er noch keine Kunden hatte. Komm herein, zieh dich um, Cersei. Wenn du nichts siehst, dass du kaufen möchtest, dann sag mir Bescheid. Wenn du nichts siehst. Dann soll ich Ihnen Bescheid sagen. Und wir nutzen mein patentiertes Liefersystem. Ach, oh cool. Freundlichen Dank.
Ja, freundlichsten Dank. So, Leute, das war's mit Part 1 von Disney Dreamlight Valley. Wir werden uns hoffentlich im nächsten Part wiedersehen. Gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Und wenn ich weitermachen soll, dann sehe ich das auf jeden Fall und schreibt in die Kommentare rein, was ihr wollt, wie ihr das findet, welche Let's Plays ihr euch noch wünscht oder Tipps zu Disney Dreamlight Valley. Wir sind auch immer willkommen, also tobt euch aus in den Kommentaren. Ich freue mich, euch da unten zu lesen. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao.